Hallo, Ingo Hasselbach, 1967 geboren, Kind von zwei DDR-Journalisten, relativ früh mit dem Staat in Konflikt geraten, dann über lange Gefängnisaufenthalte zum Neonazi sozialisiert in der DDR und 1993 bzw. 1992 ausgestiegen, habe mehrere Bücher veröffentlicht und bin Mitbegründer der Exit-Aussteigerorganisation. Hallo, mein Name ist Nadja Klier und ich bin geboren 1973 in der DDR in Dresden und ich bin die Tochter der Bürgerrechtlerin Freya Klier und bin gelernte Fotografin und Yogalehrerin und habe ein Buch geschrieben über meine Jugend in der DDR. Also meine Mutter war eine Schauspielerin, also sie hat Schauspiel studiert mit 20 Jahren in Leipzig und hat einen Republikfluchtsversuch gemacht, 1968, glaube ich, da war sie gerade 18, der gescheitert ist. Sie hat erstaunlicherweise eine relativ geringe Haftstrafe von 9 Monaten bekommen und musste auch, das ist außergewöhnlich, weil normalerweise sind die Haftstrafen deutlich länger. Das war aber zu der Zeit nur als Einwurf, waren die noch Waren die niedriger? niedriger? Okay, die Das haben sie war Ende der später. 60er, ne? Genau. Ja. Okay, gut. Aber ich kannte das immer nur, dass es viel höhere Strafen gab. Aber sie hat diese Haftstrafe bekommen. Sie hat 6 Monate davon abgesessen. Und anders als manche andere Menschen ist ihr diese Wiedereingliederung in die Gesellschaft erstmal relativ leicht gemacht worden. Sie konnte weiter studieren. Dann hat sie mich bekommen. Dann hat sie irgendwann beschlossen, dass sie Regie studieren möchte in Berlin am BAT. Ich glaube, Berliner Arbeitertheater hieß das. Sie war die einzige Frau in ihrem Jahrgang und sie hat, also neben diesem Event, nenne ich das mal, mit der versuchten Republikflucht über eine Fähre nach Schweden zu gelangen, hat sie aber auch die Erfahrung machen müssen, dass ihr Bruder, der unwesentlich älter war als sie, im Prinzip einen ganz schweren Konflikt mit der Staatsmacht hatte. Der ist nämlich verhaftet worden wegen Rowdytums, weil die eben Ende der 60er Jahre Rock'n'Roll gehört haben, Jeans getragen haben und lange Haare hatten und an Straßenecken standen und das vor sich hingesummt und gepfiffen haben. Es gab ja noch nicht mal Ghetto-Blaster oder solche Sachen. Und die sind ganz furchtbar zusammengeschlagen worden, haben lange Haftstrafen bekommen und hatten eine harte Haftzeit. Die Jugendlichen, also sehr unverhältnismäßig. Und das hat sie sehr wütend gemacht. Also ihr Bruder ist daran zerbrochen, hat sich später umgebracht. Und ich glaube, das macht was mit einer Biografie auch von einem selber. Das heißt, sie hat diese ganzen Sachen auch verarbeitet, die passiert sind in ihrem Leben, in ihren Theaterstücken. Und das nachdem sie erst einen Preis bekommen hat für die beste Regie, Nachwuchsregie in der DDR 1984, ein Jahr später ist sie sozusagen, wie man heutzutage sagen würde, aufs Amt bestellt worden. Dann hat man ihr diese Kritikpunkte gesagt. Und ich glaube, es ist ein zweites Mal passiert. Und dann hat man ihr im Prinzip die Arbeitserlaubnis für diesen Posten, für diesen Regieposten entzogen. Und bei Stefan war es ähnlich. Der war erst in der Partei. Der ist dann auch wieder ausgetreten, hat wirklich an diesen Sozialismus erst geglaubt. Hat auch Leute getroffen, die in der Umgebung meiner Mutter waren, im Friedenskreis, also in Berlin, der kommt ja aus Gera eigentlich. Und dem ist dasselbe widerfahren. Der hat also gesehen, dass es Menschen nicht gut geht in der DDR, dass sie schlecht behandelt werden, dass sie sich nicht frei entfalten können oder ihre Meinung sagen können. Hat das ebenfalls in ganz tolle Liedtexte verpackt, also mit Ironie, mit Feingefühl und so zwischen den Zeilen. Und natürlich können aber auch die zwischen den Zeilen lesen. Und sie haben ihm die staatliche Zulassung entzogen. Und damit, das ist ja wie ein Berufsverbot, du darfst nicht mehr öffentlich auftreten. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass sie, mutig wie sie beide waren, trotz Berufsverbot aufgetreten sind in Kirchen oder in privaten Räumen, Einrichtungen. Und das ist dann irgendwann eben eskaliert anhand einer Demonstration, auf der Stefan Transparent gezeigt hat. Mit einem Rosa-Luxemburg-Zitat und meine Mutter ist dann eine Woche später verhaftet worden, aber sicherlich auch deshalb, weil sie den Kontakt zu Westmedien genutzt hat, zum Spiegel und hat einen öffentlichen Aufruf gemacht und mit der Bitte, alle Oppositionellen wieder freizulassen. Und nachdem der gesendet worden ist, ist sie im Prinzip 2 Tage später verhaftet worden. Dann saßen beide
also Stefan 2 Wochen, meine Mutter 1 Woche in einer Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen im Stasi-Gefängnis. Und dann gab es eben die Option der Anklage für landesverräterische Agententätigkeit und staatsfeindliche Hetze, worauf bis zu 10 Jahre oder bis zu 12 Jahre Haft stehen, wenn das vollständig angewandt wird, dieses Recht. Und als Alternative hat man ihnen die Ausreise nahegelegt. Und natürlich ist das so, die wollten nie ausreisen, die wollten den Staat von innen verbessern oder eben verändern. Aber das ist dann schon eine Frage, dass, da gehst du nicht 10 Jahre in Haft, dann nimmst du das kleinere Übel. Genau. Also, zusätzlich erstmal, ich hatte ja im Vergleich zu den restlichen DDR-Kindern kein normales Elternhaus. Ich kam aus einer Künstlerfamilie, das gab jetzt davon nicht so viel. Es gab halt mehr arbeitende Bevölkerung oder Menschen, die in Betrieben oder akademisch gearbeitet haben. Und das heißt, ich hatte sowieso schon eine andere Form von Freiheit, die vor allen Dingen meine Freunde besonders genossen haben, weil meine Mutter selten da war, die Partys bei mir stattgefunden haben und die ganzen Übernachtungen. Meine Mutter die wenigsten Verbote ausgesprochen hat und ich mich eigentlich sehr frei bewegen konnte. Der Nachteil war aber auch, sie war sehr, sehr wenig da. Sie hat fast immer abends und nachts gearbeitet. Ich war sehr häufig alleine. Also ich habe das gut gefunden, was meine Mutter gemacht hat, aber ich habe es nicht automatisch nachgemacht, jedenfalls nicht am Anfang. Aber klar, wenn mich einer gefragt hat, was ich so denke, dann habe ich da erstmal nachgeplappert, so mit 10, 11, 12 Jahren, was, wenn ich das verstanden habe, was meine Mutter so gesagt oder gedacht oder gemacht hat. Das hat sich später dann ein bisschen geändert, aber ich habe irgendwann begonnen zu spüren, dass das ernst ist, was sie meint und macht und Stefan. Und habe zum Beispiel den offenen Brief, den sie geschrieben hat an den Kurt Hager, das war damals, wie man so sagt, der Chefideologe der DDR, und verantwortlich für den Kultursektor. Und der, dem hat sie einen offenen Brief geschrieben, zusammen mit Stefan. Und der lag, gab ja noch keine Kopierer und keinen Computer, der lag in 6-facher Durchschrift auf dem Tisch. Und ich habe ein Exemplar davon genommen und habe es mit in die Schule genommen. Und habe es meinen Freunden gezeigt und habe es natürlich weitergegeben zum Lesen, so wie man das in der DDR gemacht hat. Man hat die Sachen geteilt, dann wurden die vorsichtig behandelt und dann hat man die weitergegeben. Und natürlich sind... ist dieser Brief bei einem Lehrer gelandet. Gott sei Dank bei einem guten Lehrer, aber leider war er auch nicht so gut, dass er ihn hat verschwinden lassen. Aber meine Freundin ist sehr drangenommen worden für diesen Brief, bei der er gefunden wurde. Und natürlich ich auch. Meine Mutter musste in die Schule, gab eine Aussprache, dass sozusagen, wie sie das Kind missbrauchen könnte, die politische Meinung in die Schule zu tragen. Und dann habe ich erst mal klargestellt, dass sie gar nichts davon wusste, dass das meins war. Da waren die natürlich auch erstaunt. Aber ich galt schon auch in der Schule als Kind oder als Jugendliche, die rebelliert hat, die immer hinterfragt hat, die auch immer, ich sag mal, gestört hat geistig. Ja, weil das, das, was die dort uns erzählt haben im Unterricht, das war also so blöd. So blöd kann man gar nicht sein, dass man das ernsthaft glaubt. Ne? Und die meisten Kinder haben das eben auch hier rein und da raus. Und mir war das dann aber auch zu blöd, immer nur rein und raus. Und ich habe irgendwann natürlich die Lehrer damit konfrontiert. Das fanden die sehr anstrengend. Und ansonsten bin ich in die Disco gegangen. Ich habe ziemlich viel Alkohol getrunken. Was in der DDR gar kein Problem war. Wie wir ja wissen, ist es das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch weltweit gewesen in den 80er Jahren. Und ja, ich habe die Freiheiten genossen. Ich war tanzen, hatte Freunde, hatte viele Freunde. Bin auch schon in der DDR rumgefahren. Also auch mit 13 war alles noch ein bisschen entspannter als heutzutage. Ich habe Westmusik gehört. Ich war nicht so wie Ingo, hat Punkmusik gehört. Also Ingo hat auch ausländische Musik gehört, aber hat auch Punk gehört. Ich war ja jünger als er. Bin mit der Punkszene da noch gar nicht so also warm geworden. Oder ich kannte nicht so viel. Ich kannte ein paar, die punkig aussahen, aber bin da nicht so mitgeschwebt. Ich war da noch in diesem behüteten Prenzlauer Berg Künstler-Arbeiter-Kokon. Ich muss im Prinzip, das habe ich neulich auch auf einem Podium gesagt, ich muss im Prinzip ja der Staatssicherheit dankbar sein, dass die so akribisch Protokoll geführt hat über unser Leben, inklusive Fotos und allem, weil so gut könnte ich das ja gar nicht mehr erinnern. Und jetzt kann ich davon zehren. Dass es natürlich auch Kraft gekostet hat, dass es Menschen einengt, erschreckt, ängstigt, ist ja klar. Ne?
Ja, ich habe ja ab einem gewissen Zeitpunkt gegen alles rebelliert. Ne? Also das fing im Elternhaus an. Meine Mutter war Journalistin beim ADN, mein Vater war Chef vom Rundfunk der DDR. Er hat mit meinem Vater nicht zusammengelebt, der hat in einer anderen Familie gelebt. Mein Stiefvater, also der Mann, mit dem meine Mutter verheiratet war, der war ein Abteilungsleiter beim ADN, also auch ein Journalist. Also es war eigentlich so ein klassisches SED-Elternhaus, wo eigentlich alles so ein bisschen vorgegeben war. Ne? Bin in Prenzlauer Berg geboren. Wir sind 1971 nach Lichtenberg umgezogen, ins erste Neubauviertel, was in Ostberlin entstand zu der Zeit. Das war so das Vorbild für Marzahn später, dieses Viertel. Ne? Und das war die Magdalenstraße in Lichtenberg. Also wer sich in Berlin so ein bisschen auskennt, die Magdalenstraße ist im Prinzip, rechts ist das Wohnviertel und links ist das Hauptquartier der Stadtsicherheit gewesen. Also wir sind praktisch wirklich in dem Einzugsgebiet aufgewachsen. Dieses Wohngebiet, die meisten Wohnungen waren vergeben an Mitarbeiter der Stadtsicherheit, die praktisch nur noch über die Straße zum Arbeiten mussten. Ich habe das immer erzählt, wenn ich damals bei mir in der Klasse, wir hatten so ein Klassenbuch, wo die ganzen Schüler mit dem Namen eingetragen waren und die Geburtsdaten und die Berufe der Eltern. Wenn man das aufgeschlagen hat bei mir in der Klasse, dieses Klassenbuch, und da mal reingeguckt hat, dann standen bei genau 2 Kindern die Berufe der Eltern. Bei den anderen 28 oder 30 Kindern standen keine Berufe. Das war sozusagen das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Die Schulen waren ganz klar schwerst kontrolliert durch MFS-Kinder, durch MFS-Elternbeiräte, durch auch NVA und Volkspolizisten. Das war so das Gros der Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Und da einen Platz zu finden, wenn man aneckt oder eine Chance zu kriegen, wenn man angeeckt hat, das ist relativ schnell vom Tisch. Das habe ich auch in der ersten, zweiten Klasse schnell gemerkt. Ich habe mich halt eben nicht untergeordnet. Ich habe halt nicht in diesen ganzen Gruppenrats- und Pionierveranstaltungen mitgemacht, wie das gewünscht war. Einfach, weil es mir auf den Keks gegangen ist. Dieses Gemeinschaftliche, dieses Uniformiertsein, diese jungen Pioniere mit ihren lächerlichen Blusen, das ist mir in der ersten Klasse schon, hat mir schon nicht mehr gefallen. Also ich habe dieses Halstuch ganz schnell bemalt. Ich habe das verändert, einfach um anders auszusehen. Ich habe die Bluse, habe ich dann die Arme abgeschnitten, die Dinger unten abgetrennt. Das führte natürlich zu Reibereien. Ne? Also man hat einen Erstklässler im Prinzip ganz schnell politisiert und hat dem sozusagen einen Stempel aufgedrückt. Der ist anders, der ist ein Problem. Und dann stand man eben halt beim wöchentlichen Fahnenappell montags. Die anderen standen schön in der Reihe und ich stand vorne beim Lehrer und habe halt jeden Montag meine Abreibung da gekriegt. Zusammen mit anderen. Ne? Gab immer noch ein paar andere, die mitgemacht haben. Aber das ist im Prinzip so der Ursprung, sag ich mal, wo es herkam vielleicht, ne? Wenn man sagt, wie man sich zum Rowdy entwickelt hat. Das waren die ersten Jahre in der Schule. Das ist ein Gummiwort für die DDR. Eine gute Definition für Rowdy habe ich bis heute nicht gefunden. Ich bin 1986 wegen Rowdytum verurteilt worden. Das erste Mal, das war meine erste Haftstrafe. Ich hatte gerufen, die Mauer muss weg. Und so richtig gab es offensichtlich keine Kategorie oder keinen Paragraphen dafür. Dann hat man halt Rowdytum benutzt. Ich habe ein DDR-Strafgesetzbuch im Auto, vielleicht hätte ich es mit reinbringen sollen. Da steht die Definition zu Rowdytum drin, aber mir fällt sie gerade nicht mehr ein. Aber es war einer dieser berühmten Paragraphen, die man im Prinzip jedem über die Rübe hauen konnte, wenn er nicht klar zuzuordnen war. Es war schon zu Punk-Zeiten. Wir waren auf einem Fest der deutsch-sowjetischen Freundschaft in Lichtenberg. Das fand da jährlich in einer Parkaue im Stadtpark statt. Und wir haben das aus tiefster Überzeugung gerufen. Wir fanden den Platz richtig, wir waren zu zweit. Und alkoholisiert. Und sind halt innerhalb von Sekunden verhaftet gewesen. Aber das war zu der Zeit, drehte sich sowieso bei uns auch alles nur noch darum, aus dem Land rauszukommen. Ne? Also wir haben auch jetzt gerade einen großen Sprung von meiner Schulzeit, vom Jungpionier, 1986, da war ich ja schon nicht mal mehr in der Schule. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich halt sehr früh in der Schule gemerkt habe, dass ich nicht studieren darf, dass ich kein Abi machen werde. Ich hatte dann halt irgendwann die Wahl zwischen Maurer oder Gleisbau. Das war im Prinzip mein Schulende. Ne? Danach konnte für mich in der DDR nichts mehr kommen, weil halt mit den Querelen oder mit dem Stress, den ich davor hatte, war ich einfach nicht mehr vorgesehen für eine weitere Bildung. Und so ging es vielen meiner Freunde. Wir waren halt einfach auf so einem Abstellgleis und
hochkriminalisiert durch die Behörden der DDR, also als Punks. Ne? Das war ja eine Jugendkultur, mit der die überhaupt nicht mehr zurechtgekommen sind. Das war so eine Provokation, auch gerade in diesem Viertel in Lichtenberg. Wir haben ja im Prinzip von denen, also für uns war Provokation, wir waren unpolitisch zu der Zeit, wir hatten nicht eine politische Agenda. Aber wir haben über Nacht im Prinzip vom Ministerium des Innern, vom Ministerium für Staatssicherheit eine politische Identität übergestülpt bekommen, indem Mielke Punk zu Staatsfeind Nummer 1 erklärt hat. Und so führte halt eins zum anderen. Also ich glaube, Ingo und ich haben unter Umständen schon dieselben Lokalitäten aufgesucht, weil es gab jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Es gab eine Menge, aber doch nicht unbegrenzt. Aber sicherlich nicht zur selben Zeiten. Also als er in den FAS gegangen ist, das ist zum Beispiel eine Disco, oder als ich da hingegangen ist, da ist er da schon nicht mehr hingegangen. Da war er schon nicht mehr. So ungefähr. Also es war so 3-4 Jahre und die waren in der DDR, war das sehr viel. Ja, ne? Und auch in dem Alter. In dem Alter auch. Ja, ja, also weiß ich nicht, was passiert wäre. Ingo sagt ja immer, wenn wir uns da begegnet wären und er meine Familie kennengelernt hätte, hätte es sein können, dass er nicht diese, wie heißt das, diesen Weg eingeschlagen hätte. Vielleicht hatte ich die stille Hoffnung, dass ich 88 mit ausgewiesen werde. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Nee, aber also ich glaube, dass Jugendliche ja grundsätzlich dasselbe machen. Die wollen ihre Freunde treffen, die wollen Freiheiten ausprobieren, die wollen sich ausprobieren. Und das ist erstmal alles okay. Das Problem ist, wenn du als junger Mensch nicht ernst genommen wirst, also wenn du sozusagen schon im Kindesalter, im Kleinkindalter wie Krippe, Kindergarten oder eben Schule deiner Identität beschränkt wirst, ja, deiner Individualität beschnitten wirst, wie so eine Pflanze, die sozusagen möglichst in einem rechteckigen, ne, also so, wenn man so Buchsbäume oder weiß ich nicht, in Hecken schneidet oder so, so kann man sich das vorstellen. Und das ist natürlich nicht das, was junge Menschen wollen. Die wollen ja auch über die Stränge schlagen können, um ihre Grenzen auszuprobieren. Und es ist sehr schade, dass der Staat das sofort als einen Angriff auf sich selbst nimmt, dass sozusagen in diesem Fall doch besonders wenig Kulanz dafür da war und dass es eben auch Menschen, die sich eben nicht so gut eingliedern können, das können ja verschiedenste Gründe haben, ob die nun einen christlichen Hintergrund haben, ob sie wie Ingo einfach dieses Massendings nicht mochten oder was auch immer für Gründe, dass es wirklich null Alternative für diese Kinder gab. Jetzt, wenn Ingo Glück gehabt hätte und ich hatte zum Beispiel in den ersten 4 Schuljahren eine ziemlich gute Klassenlehrerin. Deshalb ist mir da noch sehr viel gesoftet worden. Vielleicht war das bei Ingo eben nicht so, ne? Und da ist da noch extra drauf gedrückt. Also manchmal konnte man noch ein bisschen Glück haben, aber spätestens in der 7., 8. Klasse, wenn diese ganzen Staatsbürgerkunde-Sachen, Wehrlager und wie das alles heißt, noch dazu kam, ja, diese vormilitärische Prägung, die in der DDR ja ultra wichtig war. Also spätestens dann haben solche Menschen Probleme gekriegt. Und es gab nirgendwo einen Weg, wo man sagt, ey, komm, ruh dich mal aus, entspann dich mal, mach außer die Kirchen, ne? Da seid ihr hingegangen. Die Kirchen, ja, aber die DDR, das fällt mir dazu noch ein, also diese ganzen Behörden, egal mit wem wir da zu tun hatten, ob das ein Fahrkartenkontrolleur war, ein Busfahrer oder halt FOPO oder Kripo, Stasi, die waren alle so dermaßen spaßbefreit. Ne? Die hatten alle überhaupt keinen Humor. Ne? Und das war ja, wir haben Punk gehört, wir haben neue Deutsche Welle dann gehört. Ne? Da gab es so ein Lied, du kleiner Spion, weiß ich noch. Wir haben das gesungen und haben gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben das laut gesungen, ihre Freundin war immer, du kleiner Spion. Und haben damit einen Einsatz der Stasi und der Kripo ausgelöst. Ne? Und da kommt mein erster Eintrag in der Stasi-Akte her mit 13 potenzieller Störer des sozialistischen Zusammenlebens. Ne? Also, das muss man sich mal vorstellen, mit 13 so einen Stempel zu kriegen. Ne? Also da geht nicht mehr viel. Ne? Also meine Mutter hat ganz früh aufgegeben. Also die hat nicht aufgegeben, aber die hat lange versucht und dann hat sie schon gemerkt, also dass der Zug weg war so ein bisschen. Väterlicherseits war das ein viel größeres Thema. Ne? Also mein Vater war ja Chef vom Rundfunk der DDR und der hat ja auch mit mir keinen Kontakt gehabt und hätte auch nicht sich leisten können. Also das wollte der gar nicht. Und mein Stiefvater hat es halt nur mit Gewalt versucht zu regeln. Der hat halt uns verdroschen, bis der Arzt kam. Hat natürlich nicht geholfen.
Die haben natürlich mit Hilflosigkeit reagiert. Also das war ja das einzige Mittel, was sie hatten. Ne? Also sie konnten die Leute wegräumen, indem sie in die Knäste steckten oder es einfach schickten. Das waren ja sozusagen die zwei Alternativen, die es gab. Ein paar haben sie abgeschoben, aber die meisten sind halt in die Knäste gekommen, weil sie dachten, die können sie in irgendeiner Form erziehen. Dass das Konzept nicht aufgeht, das haben sie Jahre später erst geschnallt, weil dann war es auch zu spät. Ne? Aber im Grunde genommen, also diese ganzen, auch die DDR-Knäste haben ja so funktioniert. Man ist da reingekommen und eine Form von Resozialisierung oder Auseinandersetzung gab es ja mit dir dann nicht mehr. Ne? Da wurde abgeschlossen und dann 10 Monate später oder 3 Jahre später wurde wieder aufgeschlossen. Was in der Zwischenzeit passierte, war ein ganz strenges Bestrafungsprogramm, was gelaufen ist. Ne? Also in meinem Fall halt eine permanente Verlegung von einem Gefängnis ins andere. Also wenn man in der DDR sich vorstellt, die DDR, die hatten 44 Gefängnisse. Ich habe knapp 30 von den Gefängnissen gesehen. Kann man sich das vorstellen, wie oft man da unterwegs war. Und das war eine ganz besondere Form der Schikane, die da gemacht wurde. Also das war auch meistens so, dass ich verlegt wurde, wenn ein Besuch anstand. Kurz vor einem Besuch, an dem Tag vor dem Besuch, konnte ich eigentlich immer davon ausgehen, dass eine Verlegung stattfand. Das ist am selben Tag, meine Mutter zum Beispiel mit einem Zug von Berlin nach Bautzen fuhr, bin ich am selben Tag von Bautzen nach Brandenburg verlegt worden. Also dass auch die Kontakte abbrechen. Ne? Also es war einfach mürbe machen und kaputt machen. Das ist der Plan, der dahinter steckte. Aber da muss man ganz kurz sagen, ich glaube, Ingo und sein Freund, die haben halt eine besonders hohe Strafe bekommen für die Republikflucht, weil sie eine Grenzkarte dabei hatten, die man ja noch nicht einfach so kriegt. Und sie haben aber die Person nicht verraten, die ihnen die Grenzkarte gegeben hat. Und ich glaube, Also die konnten uns dafür halt nicht extra bestrafen, dass wir diese Person nicht verraten haben, aber die konnten uns das Leben so schwer wie möglich machen. Okay. Das war der Hintergrund. Punk in der DDR war nicht politisch. Ne, am Anfang, dieses Rechts-Links-Bild, was man heute kennt von Punks im Westen, das gab es ja so in der DDR nicht. Ne, wir waren Punks. Ne? Und dann irgendwann schlich sich diese Punkzeit ja auch aus, ne? 83, 84, und dann setzte sozusagen eine andere Subkultur ein. Ne? Dann kam Skinhead in die DDR. Ne? Das ist schon also so ein Ablauf gewesen, der da auch stattfand. Und lange Zeit wirklich nicht groß politisiert, sondern die eine große Gemeinsamkeit, die wir alle hatten, war im Prinzip, dass wir gegen die DDR in irgendeiner Form waren und protestieren wollten. Ne? Aber die Punks in meiner Zeit waren nicht klassisch links. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Es ist nicht so, dass man halt plötzlich von links nach rechts gewechselt hat. Das fand so nicht statt. Du darfst auch nicht vergessen, du bist aus einem kommunistischen Elternhaus im Prinzip gekommen. Also das heißt, da ist noch eine ganz andere Veranlagung. Ne? Sein Vater ist sozusagen aus der Bundesrepublik in die DDR emigriert, weil der dort in Haft gesessen hat, weil er die KPD. Mein Vater ist 58 mit dem KPD-Verbot in der Bundesrepublik Deutschland inhaftiert worden, weil er die illegal im Untergrund weitergeführt hat. Hat in der Bundesrepublik damals dann 3 Jahre im Gefängnis gesessen und ist 61, 62 irgendwann aus der Haft entlassen worden und ist dann in die DDR geflüchtet mit einer Frau und 5 Kindern, die er hatte. Ne? Und hat dann in der DDR eine Karriere gemacht. Das ist sozusagen der väterliche Hintergrund, den ich habe, der dann sicherlich auch nochmal eine Rolle spielt. Naja, orientierungslos, klar, wir waren orientierungslos. Ich habe ja immer gesagt, wenn da die Hare Krishnas gesessen hat, wäre ich mit denen mitgelaufen. Ne? Also das war schon wichtig, einen Halt zu finden. Und der Halt war, also die Gemeinsamkeit, die wir alle hatten, war der Hass gegen die DDR. Ne? Wir haben alle, also ich habe in der DDR knapp 3 Jahre Gefängnis verbüßt. Ne? Meine engsten Freunde haben 4, 5, 6 Jahre verbüßt. Ne? Also und keiner von denen hat wirklich was gemacht. Ne? Also das war entweder diese Einstellung, geh für die DDR nicht arbeiten, haben sofort asoziales Verhalten draufgehauen. Ne? Republikflucht, Widerstandshandlungen, ne? Also dieses oppositionelle Verhalten gegen die DDR hat die Leute ins Gefängnis gebracht. Und wir alle haben halt, alles war immer antifaschistisch definiert. Ne? Also ich weiß auch noch, der Richter in meinem Verfahren damals hat gesagt, sie haben den antifaschistischen Schutzwall angegriffen. Ne? Nee, habe ich nicht, aber das wurde halt so gesagt. Ne? Ich habe gerufen, die Mauer muss weg. Sie wollten, dass der antifaschistische Schutzwall wegkommt. Ne? Das war immer die große Glocke Antifaschismus da. Und so haben wir uns halt auch behandelt gefühlt. Wir haben uns von Antifaschisten in den Knast gesteckt gefühlt. Ne? Und ich meine, wir waren damals 17, 18, 19 Jahre. Das sind verdammt wichtige Jahre, wo man halt sich entwickelt oder Sachen passieren mit dir.
wir haben die Jahre im Knast verbracht. Ne? Also ich bin im Knast sozialisiert worden in diesen Jahren und habe dann 1988, nachdem ich zum 22. Mal verlegt wurde, bin ich in ein Gefängnis gekommen in Brandenburg. Das war das einzige Hochsicherheitsgefängnis, das es in der DDR gab, in dem Mörder einsaßen. Das waren über 5000 Vergewaltiger, Mörder, Räuber, ne? Alle diese Leute, die der offizielle DDR gar nicht gab, die hat man da plötzlich alle getroffen. Und unter anderem saßen halt auf einer Station andere Jugendliche aus der DDR, in meinem Alter, und dazwischen saßen DDR-Kriegsverbrecher, die, also, die in der DDR gelebt haben, die in der DDR gefasst wurden. Ne, Heinz Barth, der Mörder von Oradour, der war verantwortlich für die Ermordung von Unmengen an Kindern und Frauen, die in der Kirche, in die Kirche getrieben wurden und angezündet wurden. Und Henry Schmidt, der Gestapo-Chef von Dresden, verantwortlich für die Deportation aller Dresdner Juden. Das waren so die zwei charismatischsten Figuren. Da saßen noch ein paar andere, die hatten längere Strafen schon verbüßt, aber die zwei sind ja erst in den 80ern gefasst worden. Die waren also relativ frisch drin, haben lange unentdeckt in der DDR gelebt und wir trafen mit denen zusammen und das war sehr befruchtend. Einfach weil die unseren Hass gegen die DDR kapiert haben, gesehen haben, was mit uns gemacht wird. Die haben unsere Geschichten gehört. Wir haben deren Geschichten gehört und da entstand praktisch eine Ergänzung. Wir haben uns da zusammengefunden und die haben ganz bewusst sozusagen unserem Hass eine Adresse gegeben. Und das war auch wichtig. Also mich hat nur noch mein Hass am Leben erhalten im Knast. Aber was auch wichtig ist, die haben überhaupt mit denen geredet. Ihr müsst ja euch auch vorstellen, dass kein Schließer in der ganzen Zeit, sie sprechen ja kein einziges Wort mit dir, kein persönliches, gar nicht. Auch wenn Ingo hat immer erzählt, der hat die auch versucht zu grüßen oder ein Gespräch zu machen. Und das ist ja auch eine Isolation. Und eigentlich sind wir Menschen so sozial veranlagt, dass wir diese Kontakte suchen und auch brauchen, ja, um sozusagen gesund zu bleiben. Also klar, und wenn du 17, 18 bist und dann ist da jemand, der vielleicht dein Vater sein könnte, du hast sowieso Stress mit deinem Vater. Ich will das gar nicht rechtfertigen. Ich will nur erklären, dass es das natürlich viel, viel leichter macht und du viel leichter zugänglich bist für solche Gedanken. Ideologisch haben die wenig geliefert. Das war eigentlich vielmehr so eine Art Zusammenhalt, so eine Art Vaterfiguren. Was Nadja schon gesagt hat, das stimmt schon. Da waren einfach Leute, die haben uns zugehört, die auch von ihrem Kampf gegen die Kommunisten erzählt haben aus den 30ern, ne, die alle irgendwie so ein bisschen dem Ganzen so einen Rahmen gegeben haben. Ne? Und die haben uns ernst genommen, natürlich, klar. Also, ne? Also ich glaube, dass das für die genauso wichtig war, dass wir da waren wie umgekehrt. Ne? Ideologisch kam eigentlich später, das kam dann nach dem Fall der Mauer. Also ich weiß 88, dass das ein Thema war, also Ende 87, 88, und dass man natürlich schon Angst hatte, so einen Schlägertrupps zu begegnen. Aber das war erst ein Thema seit 87. Genau, also vorher, gut, da war ich eben, wie gesagt, auch noch 14, ist es mir noch nicht ganz so aufgefallen. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, wenn man in bestimmte Diskotheken gegangen ist, also zum Beispiel gab es in Marzahn, oh, das war Hohenschönhausen, das Luch, war am breiten Luch, das ist so da, wo das letzte Hochhaus ist, ne? Und dann kommt da so ein schönes Stück saftige Wiese am breiten Luch, dann ist da so eine kleine Mehrzweckgaststätte, so ein quadratischer Würfel, wie sie eigentlich neben der Neubauschule sind, und das ist dann am Wochenende Disco, und da waren unfassbar viele Rechtsextreme und auch Hooligans und waren da, und deshalb bin ich da auch nicht so oft hingegangen, aber klar, ich habe diese Leute schon gesehen und wahrgenommen. Im Prenzlauer Berg selber habe ich jetzt nicht so super viel davon gesehen, aber allein, dass sie sozusagen sich überlegen, dass sie zu einem Punkkonzert gehen. Es gab eine Menge Kirchen in der DDR, also auch in Berlin, die so Veranstaltungen gemacht haben, aber es gab eben zwei, die sich so auch viel mit Musik beschäftigt haben. Das war die Zionskirche und die Erlöserkirche. Ne? Und die eine war in Lichtenberg und die andere war im Prenzlauer Berg. Und die überfallen wurden, ist in dem Fall, war jetzt im Prenzlauer Berg. Aber ich, ja, also ich glaube, du kannst das fast besser erklären, warum die Polizisten nicht reagiert haben. Nee, kann ich eigentlich nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel ab Mitte der 80er Jahre, als auch diese Skinhead-Welle in der DDR ankam und auch vermehrt Straftaten entstanden, es gab ja zum Beispiel auch ein Bedienverbot für Leute, die Doc Martens und Bomberjacken anhatten, die kurze Haare hatten. Ne, also man ist nicht mehr in diese Clubgaststätten reingekommen. Es stimmt insofern, dass den Ostbullen waren die Skins lieber als die Punks oder die Linken und die Bürgerrechtler. Ne, weil mit denen hatten sie nicht direkt staatlich politische Probleme, die waren einfach da.
Aber irgendwann musste sie halt auch politisch reagieren, also nach dem Überfall auf die Zionskirche, nach der Schändung der jüdischen Friedhöfe, nachdem das damals in Kontraste durch Peter Wenzerski also auch veröffentlicht wurde im Westen, ne, setzte eine wahnsinnige Verfolgungswelle ein. Ne? Also da ist man wegen einer Bomberjacke 3 Jahre ins Gefängnis gegangen. Ich habe Freunde, die sind in der Fischerinsel auf einer Gaststätte, die sind da reingegangen, haben Eintritt bezahlt, hatten alle 3 eine Bomberjacke an, wurden dann aufgefordert, den Laden zu verlassen, haben die gesagt, ja, wir gehen raus, aber nur, wenn wir Geld wieder kriegen. Dann haben wir Geld kriegt er natürlich nicht wieder. Dann haben sie die Volkspolizei geholt, die haben die so zusammengelegt, dass der eine von denen ein Auge ist blind gewesen und beide, alle 3 sind 4 Jahre ins Gefängnis gegangen. Ne, also das passierte auch. Ne, also das war so ein ganz merkwürdiges Verhalten, was da passierte. Aber was auch interessant ist, Bernd Wagner beispielsweise, mein Mitbegründer, mit dem ich Exit gegründet habe, ist ja ein ehemaliger Kriminalpolizist der DDR gewesen. Er war einer der ersten, der im Auftrag der Kripo, des Ministeriums des Innern, Jugendforschung in der DDR betrieben hat und hat 85 in seinen ersten Statistiken von 15.000 Rechtsextremisten geschrieben in der DDR. Von 15.000 im Land. Na, diese Statistik wurde natürlich unter Schloss und Riegel, durfte nie veröffentlicht werden. Na, aber der war der Erste, der das gesehen hat. Ne? Und auch diese Parolen, die untereinander in Kneipen gesprochen wurden, wie ne, Judensau, das war ein ganz normaler Begriff, da haben die Leute drüber gelacht. Ne, zu uns als Punks haben sie gesagt, ihr gehört vergast. Fanden sie alle lustig. Ne, das war in der DDR schon möglich, so zu reden, ohne dass dazu auch noch irgendeiner was gesagt hat. Es ist im Prinzip so, dass die Staatssicherheit schon sehr, also es gab operative Maßnahmepläne, das macht man für Menschen, die man sozusagen enger ins Visier nimmt, auf die man inoffizielle Mitarbeiter ansetzt. Das heißt, man erstellt Bewegungsprofile, Profile, Charakterprofile und so weiter und so fort, setzt dann die passenden EMs an, die sozusagen mehr Arbeit leisten oder Informationssachen zufließen lassen über Orte, Plätze, wo meine Eltern, also Stefan und Freya, gespielt haben oder auftreten wollten oder sind. Die haben das Telefon abgehört, sie haben mir Leute hinterhergeschickt, die haben Autos, unserem Auto hinterhergeschickt. Also das war schon alles sowieso da und klar. Dann haben sie Hausdurchsuchungen gemacht. Und zwar, sie haben noch eine Hausdurchsuchung gemacht, bevor sie Freya verhaftet haben, nämlich nachdem Stefan verhaftet wurde, war die erste offizielle Hausdurchsuchung. Wir wissen nicht, wie viele Hausdurchsuchungen sie gemacht haben, wenn wir nicht da waren. Das können wir nicht sagen. Wie viele EMs hat er dir? 85. Also 85 EMs aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist schon viel. Genau. Und wie gesagt, die haben die erste Hausdurchsuchung gemacht, nachdem Stefan inhaftiert wurde. Ich glaube, das war gleich der Montag, der 18. oder 19. Januar. Dann haben sie da natürlich schon sehr viel mitgenommen. Alles, was Freya nicht in der Nacht geschafft hatte, raus oder wegzustellen. Weil du bist ja auch mit anderen Sachen beschäftigt, wenn du merkst, der Mann kommt nicht von der Demonstration zurück. Und eigentlich wollte sie mitgehen. Aber ich weiß gar nicht, die hatten sich auch nicht gestritten. Aber irgendwas war, warum sie sagte, ich komme doch nicht mit. Sonst wäre sie da vielleicht auch schon weg gewesen. Dann gab es sozusagen diesen Aufruf, den meine Mutter gemacht hat für die westdeutsche Presse, also für die ARD. In der Umweltbibliothek ist das aufgezeichnet worden, also an der Erziehungskirche sozusagen am Teil. Dann ist meine Mutter am 25. Januar, einen Montag früh morgens, verhaftet worden. Das heißt, die sind um 6 Uhr oder 5.30 Uhr, sowas, irgendwas dazwischen war noch dunkel, lange dunkel. An die Tür gewummert, 6 oder 8 Leute, auf jeden Fall eine Frau dabei, der Rest Männer, und haben sozusagen zu meiner Mutter gesagt, sie soll sich anziehen, soll ihre Sachen packen, durfte mich noch wecken. Und dann wurde sie mitgenommen. Die blieben in der Wohnung, die anderen Leute, und haben die Wohnung akribisch auseinandergenommen. Ich sollte zu einem Arzt geschickt werden. Meine Mutter hatte aber eine Vollmacht hinterlassen für 2 Personen, die auf mich aufpassen sollten, falls meine Mutter verhaftet wird. Und die eine Person ist auch verhaftet worden. Und die andere Person war sozusagen eine Freundin meiner Mutter mit auch 2 Kindern, die nicht. Das heißt, ich bin zu der gekommen. Und es gibt ein Überwachungsprotokoll von diesem Tag der Staatssicherheit, was ich auch habe, was ich auch zeige. Also wenn ich Workshops mache mit den Schülern und Schülern, um denen mal zu zeigen, wie akribisch sozusagen das passiert. Das heißt, die Überwachung beginnt 6 Uhr morgens. Es klingt, als wären 6 Personen
permanent mit uns Zweien unterwegs gewesen, um sich abzuwechseln in Autos und zu Fuß. Und sie endet um 16.50 Uhr. Ich habe einen Decknamen gekriegt. Ich hieß Clara. Ich glaube gar nicht, Zirkel hieß die Ulrike Poppe. Das ist die Freundin meiner Mutter, die auf mich aufgepasst hat. Und dann war es im Prinzip so, dass ich versucht habe, meine beste Freundin zu erreichen. Ich habe kurz in der Schule Bescheid gesagt, dass ich nicht komme. Interessanterweise war das überhaupt gar kein Problem. Also da hat man keinen Aufriss gemacht in der Sekunde. Ich weiß nicht, ob die was wussten. Ich gehe aber davon aus, dass sie nichts wussten, sondern auch erstmal kurz schockiert waren, dass das jetzt passiert. Also obwohl ich so aufmüpfig war, war ich jetzt nicht total verhasst an der Schule. Ja, es war jetzt, ich war wahrscheinlich ein schwieriges Kind oder eine schwierige Jugendliche, aber nicht so wie Ingo, also so gedisst oder das nicht. Und ich habe dann bei Ulrike gewohnt, in der Riekestraße. Das ist so Luftlinie, ein knapper Kilometer. So, aber ich wollte nicht in meinem Zuhause, ich bin da irgendwie alle 3 Tage mal so kurz rein. Es gab und so Klamotten und so oder Post, das habe ich gemacht, aber ich wollte da nicht pennen. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und ich habe auch in einem Buch geschrieben, das fühlt sich nicht mehr an wie mein Zuhause, nachdem so viele Leute da drin rumgewühlt haben. Und so war es natürlich auch. Dann gab es wahnsinnig viele Gedenkgottesdienste und Solidaritätsgottesdienste in allen möglichen Kirchen in Berlin. Das heißt, ich klebte jeden Abend in einer anderen Kirche als Vorzeigekind und helfend. Und ich war oft überfordert mit dieser Situation, weil da mal wahnsinnig viele Menschen waren, die mit mir reden wollten. Und ich kannte die aber alle gar nicht und brauchte eigentlich eher Ruhe. Das ist mir aufgefallen. Und dann war eine Woche, ach so, ja, war noch mein Geburtstag. Das war in der Gethsemane-Kirche. Das war eine sehr große Veranstaltung mit über 2000 Menschen. Die Kirche war knallvoll. Die Stasi stand draußen, hat jeden fotografiert, der rein und raus ging. Also und klar, die wollten wissen, wer sich mit Oppositionellen solidarisiert und ne, die Leute zuordnen. Ich habe in der Zeit von meiner Mutter nicht viel gehört. Also selber sprechen konnte ich sie gar nicht. Es gab einen Anwalt, der hieß Wolfgang Schnur. Wie man auch weiß, ist der bei der Stadtsicherheit gewesen als inoffizieller Mitarbeiter. Und der hat sozusagen den Kontakt zwischen mir und meiner Mutter so, ja, hin und her halten. Meine Oma kam dann an meinem Geburtstag, die lebte ja in Dresden, die musste die ganze Woche arbeiten. Man hat dann auch nicht einfach so freigekriegt in der DDR. Oder sagt, ey, sorry, ich komme heute mal nicht, ich habe hier ein Problem zu Hause. Das war überhaupt nicht möglich. Das war nicht möglich. Also du hättest sogar, wenn du das einfach gemacht hättest mit dem falschen Arbeitgeber und mit dem falschen Chef, hättest du auch was abgekriegt, glaube ich, mit Asozialität oder was auch immer, da gab es auch dafür garantiert einen Paragraphen. Jedenfalls kam meine Oma und kochte noch wie wild und dieser Wolfgang Schnur schleppte diese ganze Suppe weg oder aß diese ganze Suppe weg, die sie eigentlich für mich gekocht hat. Also die war tierisch sauer auf diesen Typen. Es war so ein bisschen eigenartig, dieser Mensch, aber der war halt meine einzige Kontaktperson. Ich habe dann am Montag, also genau eine Woche später, habe ich gedacht, okay, jetzt schläfst du mal wieder zu Hause. Das muss jetzt mal nach einer Woche, wollte ich dann auch immer mit den 2 anderen Kindern immer auf so einem Gästebett. Ich wollte einfach mal, ja, zu Hause sein. Und war zu Hause und habe den Schwarzen Kanal, also anders. Man hat ja in der DDR 2 DDR-Fernsehsender und 3 Westberliner Fernsehsender, ARD, ZDF SFB. Und SFB. Genau. Also 5 Programme und irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso ich beim Schwarzen Kanal gelandet bin oder ob der noch eingeschaltet war, das DDR-Fernsehen, der lief. Und sie sagten zu denen, die verhaftet wurden, zu diesen Oppositionellen, zu diesen Störenfrieden mit diesem Transparent, was ja das so hochgehalten wurde, dass ja die Nazis auch Andersdenkende waren. Also sie haben im Prinzip die Oppositionellen... Du musst den Spruch dazu sagen. Ja, also das Rosa-Luxemburg-Zitat ist, die Freiheit ist auch immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und das ist das, was Stefan auf dem Transparent hatte und weshalb er verhaftet worden ist. Man sagt natürlich, dass er nicht nur wegen des Transparenz verhaftet worden ist, sondern vielleicht noch wegen irgendwelchen anderen Sachen, so wie die Menschen, die dort ausreisewillig waren und dort auch demonstriert haben und sich zusammengetan haben. Auf jeden Fall wetterte dieser Mann abgrundtief propagandistisch über meine Eltern im Prinzip. Und ich war so sauer, ich wollte diesen kleinen Fernseher, wir hatten so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, weil wir ja keine materielle Familie waren. Wir hatten überhaupt keine Wertgegenstände, wirklich gar nichts. Ja, unsere Wohnung, also wir waren eigentlich eher arm. Genau, also eigentlich waren wir, also arm nicht, aber bescheiden. Bescheiden ist ein gutes Wort. Wir hatten viele Bücher, viele Platten, aber nicht,
Ne? So. Und ich wollte den wirklich vor Wut runtertreten und ich habe ihn dann aber nicht runtergetreten, ich habe ihn ausgemacht, ich war tierisch entsetzt. Und dann klopfte es an der Tür und ich habe mich sehr erschreckt, weil die Staatssicherheit hat ja immer sehr laut gebummert und die Klingel war kaputt und ich schrecke, also dann bin sowieso auch heute noch sehr schreckhaft, ist übrigens auch ein Fakt von damals, dass wenn es heute an der Tür klopft, unerwartet laut an meiner oberen Tür direkt, dass ich dann wie so ein Kaninchen mit einem Raum stehen bleibe und mich nicht bewege und warte, bis die Person weggeht. Das ist, kann ich bis heute nicht handeln. Auf jeden Fall klopft es und ich bin natürlich in Panik verfallen, aber Ulrike wusste das und sagte sozusagen schon im selben Atemzug beim Klopfen durch die Tür, dass sie es wäre und dass ich doch bitte aufmachen soll. Und dann sagte sie mir, kam sie sozusagen rein, in der offenen Tür stand sie und sagte, du musst deine Sachen packen, ihr müsst das Land verlassen. Sie hat mir also sozusagen die Message überbracht. Und dann bin ich erstmal zusammengebrochen in diesem kleinen Doppelflur und habe tierisch geheult und habe das auch gar nicht verstanden, was das bedeutet. Und habe dann irgendwie so mechanisch einen Koffer gesucht, mechanisch so Bücher, Tagebücher, Fotos, nur so eine Sachen eingepackt. Und ein bisschen Unterwäsche, also wirklich rudimentär. Und habe gesagt, ach so, und sie hat gesagt, es darf niemand wissen. Und ich habe gesagt, nee, ich verabschiede mich von meiner besten Freundin oder ich gehe nicht. Ich war so bockig, ich habe gesagt, komm überhaupt nicht in die Tüte. Interessiert mich auch die Friedensfahrt. Ich gehe da jetzt hin. Dann sind wir nach Mitte gelaufen, weil es war abends, dann mittlerweile um 9:30. Da fuhr eine Straßenbahn, aber ich brauchte frische Luft. Also wir sind wirklich gelaufen und nehmen uns vor die ganze Zeit ein Stasi-Auto. Die ganze Zeit. Ich habe noch gedacht, eigentlich könnten wir ja einsteigen und die können uns ja da hinfahren, weil die sind ja sowieso die ganze Zeit da. Haben wir natürlich nicht gemacht. Dann stand ich bei meiner besten Freundin Anna, deren Mutter Gott sei Dank nicht da war. Die hat mich nur angeguckt, hat gesehen, wie ich aussah, hat wortlos ihre Schultasche geschnappt und ist mitgekommen. Dann haben wir sozusagen bei Ulrike die letzte Nacht verbracht und wir haben natürlich zwei Teenager, die wissen, die werden sich nicht wiedersehen. Wir haben halt geheult, wie verrückt. Wir haben Tagebücher getauscht und alles und es war echt ein schmerzhafter Prozess. Und am nächsten Morgen kam der Bus vom Pfarrer Braune, der hatte einen Bruder, der in Westdeutschland lebte und dort einen Stift führte und ich glaube, Pfarrer Braune war so ein bisschen wie der Carrier für so... Ja, wie so ein geheimer Unterhändler. Ne? Wie so ein geheimer Unterhändler. Für so delikate Angelegenheiten genau, benutzte. Genau, so Menschenaustausch oder vielleicht mal so Sachen, also nicht im negativen Sinne, sondern der so mit warmer Hand... Die haben sie natürlich auch benutzt, weil er von der Kirche kam und die wussten halt, die können sich eigentlich darauf verlassen, weil die Kirche natürlich froh ist, dass sie in irgendeiner Form arbeiten konnte in der DDR. Ne? Und der Mann hat halt sozusagen eigentlich einen Mordsdienst da getan für diese Familie. Auf jeden Fall hat er mich im Gepäck gehabt und die Freundin eines anderen Inhaftierten, die sich wahnsinnig gefreut hat, dass sie die DDR verlassen kann, während ich da hinten gesessen habe und geflennt habe, weil ich alle meine Freunde auf einen Schlag verloren habe und mein ganzes Leben. Und dann habe ich meine Mutter im Prinzip an der Grenze wiedergesehen, weil die fuhren parallel in so einem Stasi-Barkas zu sechst. Genau, drei Inhaftierte, Stefan, Bert Schlegel, meine Mutter und drei Staatssicherheitsbeamte. Mitarbeiter. Und wir sind sozusagen an der Grenze zueinander in den anderen Bus gestiegen und dann über diese innerdeutsche Grenze gerollt. Wir haben eine Ausbürgerungsurkunde gekriegt. Eine richtig schicke. Eine richtig schöne Urkunde. Uns überreicht. Das Land der Urkunden. Ja, das ist echt phänomenal. Also, dass du das noch kriegst irgendwie und so durchs Fenster gereicht, schon am Abend vorher vorbereitet alles. Naja, und dann war erstmal das erste Leben zu Ende. Ich war gerade 15 geworden und habe einmal alles verloren. Ja, ich bin rausgekommen aus der Haft. Ich habe abgesessen meine gesamte Strafe. Mir ist kein Tag geschenkt worden. Ich hatte ja immer so die stille Hoffnung, dass wir freigekauft werden. Das passierte nicht. Und ich bin dann in die DDR zurückentlassen worden und mit einem Entlassungsschein aus dem Gefängnis gekommen. Und bin dann, man musste sich dann immer bei der Abteilung Inneres melden und bin dahin und wollte meinen Personalausweis wieder abholen. Und dann sagte mir da der Sachbearbeiter, Sie kriegen von uns keinen Ausweis mehr, wir sperren Sie eh wieder ein. Und dann dachte ich, okay. Und dann hat der auf meinen Entlassungsschein ein Foto getackert und meinte, das ist jetzt Ihr Ausweis. Ne, das war sozusagen, und dann war mir klar, dass ich eigentlich nur zusehen kann, dass ich aus der DDR rauskomme. Und es war im Oktober 89 und es war nicht klar, wann die Mauer fällt. Es brodelte zwar im Land, aber es war trotzdem nicht offensichtlich, dass das passieren wird. Ich habe dann mit dem bisschen Geld, was ich im Knast verdient habe, ich zu meinem Bruder, habe ihm 100 Mark gegeben und habe seinen Ausweis und seine Brille ihm abgekauft und bin am selben Abend mit einem Zug über Prag Richtung Westen. Also
Also war November, genau. Genau. War November. Ich bin dann so durchgewunken worden und der eine Grenzer guckte noch so drauf und meinte, naja, ich lasse sie so fahren, aber der Tscheche wird sie nie so durchlassen. Der wusste genau, ich bin aber, die haben nur noch durchgewunken. Das war dann ein irrer Moment eigentlich. Ne? Und dann Prag umgestiegen und dann in so einen Zug nach München. Und aber der Zug ist ja wieder durch die DDR gefahren. Der witzigerweise fuhr nochmal durch die DDR, genau. Aber das ging dann alles nahtlos und irgendwie war ich dann auf einmal im Westen, war dann in München, bin nach Hannover gekommen. Über mit dem Bundesgrenzschutz wurde man ja dann so verteilt, wo man hin wollte. Und ich wollte eigentlich nur nach West-Berlin und das ging nicht, weil die Stadt schon so voll war und das war alles Mist. Und ich bin dann krank geworden, hatte so eine Lungenentzündung von der Haftzeit, lag dann beim Bundesgrenzschutz erstmal im Krankenhaus. Und hab dann da abends schob mir so ein netter Beamter da einen Fernseher aufs Zimmer und meinte, gucken Sie mal, das war die Pressekonferenz von Schabowski. Und dann war im Prinzip offen, ne, das ist, was passierte. Naja, und dann ging das alles irgendwie relativ schnell. Ich bin dann nach Hamburg und hab da Freunde gesucht, die schon ausgereist waren, die in der Hamburger Neonazi-Szene aktiv waren. Und da bin ich hingekommen und hab dann da im Dezember 89 Christian Worsch und Michael Kühn kennengelernt, zwei der wichtigsten bundesdeutschen Neonazis, die wahnsinnig begeistert waren von uns. Ne? Also die waren noch überwältigt von der Wucht an jungen Menschen, die da plötzlich kamen aus der DDR. Weil die bundesdeutsche Szene zu jener Zeit, muss man sich mal vergegenwärtigen, lag eigentlich am Boden. Die haben noch mit Mühe und Not 200 Leute auf die Straße gekriegt, wenn es eine Veranstaltung gab. Und Kühn hat sofort dieses Potenzial an Menschen erkannt. Ne? Also der hatte auch an mir einen Namen gefressen, also einfach weil ich groß, blond war und mit der Knasterfahrung und der wusste, das sind alle potenzielle Soldaten. So hat er die Menschen ja betrachtet und hat mich wahnsinnig gepusht und aufgebaut und hat mich dann nach Ostberlin im Prinzip mit einem klaren Auftrag zurückgeschickt, eine Partei zu gründen, Leute zu sammeln und da sozusagen ein erstes Standbein der westdeutschen Neonazis im Osten aufzubauen. Und für mich war das auch so, dass ich natürlich gesucht habe, wo ich hingehöre. Ich bin da rausgekommen, die DDR gab es nicht mehr, das brach alle plötzlich zusammen, das war ein rechtsfreier Raum. Also die DDR gab es natürlich noch, aber keiner hat sich mehr getraut, auch noch irgendwie zu handeln. Ne? Die Fopus, die haben nur noch weggeguckt. Ne? Die Volkskammer hat unseren Stempel auf unser Parteiprogramm geknallt und haben die erste faschistische Partei der DDR zugelassen, die Nationale Alternative. Das war im Januar 1990. Und dann kam hinzu, dass wir alle, also all meine Freunde kamen plötzlich aus den Knästen oder kamen aus Westdeutschland zurück nach Berlin und wir hatten alle irgendwie keine Bleibe und hatten dann habe ich so gesagt, naja, aber die Linken können wir doch auch, lass uns ein Haus besetzen. Ne, und so kam im Prinzip nochmal ein Riesending dazu, was politisch natürlich und auch medial ein unglaubliches Ereignis war, dass Neonazis ein Haus besetzen. Ne, und wir hatten erst so ein historisches Haus besetzt in Lichtenberg und da kam dann die Wohnungsverwaltung und meinte, nee, das geht nicht, das ist historisch einmalig, das hätten wir gerne wieder, aber wir können dafür die Häuser haben und haben uns wirklich so Plastiktüten mit Schlüssel gegeben. Und so hatten wir dann die Weidlingstraße 122 besetzt, was strategisch für uns halt auch interessant war, weil es über so ein Eckhaus war, ganz viele Wohnungen, vier Häuser, die zusammenlagen und da entstand die Parteizentrale der Nationalen Alternative, was einen unglaublichen Zulauf ausgelöst hat. Also wir konnten die Jugendlichen, die da hinkamen, gar nicht mehr bewältigen. Also zum einen wollten die alle in dem Haus leben, aber die wollten halt auch alle Mitglieder dieser Bewegung werden. Und hinzu kam eine irrsinnige Pressearbeit. Also die Medien haben sich ja darauf gestürzt, dass aus der ganzen Welt, wir haben jeden Freitag und Samstag Pressekonferenzen da veranstaltet. Also das ist eine Aufwertung von uns als Personen, die da auch stattfand, die unglaublich war. Ja, natürlich haben wir es genossen. Gar keine Frage. Also nach all den Jahren im Knast und dann plötzlich bist du in so einer Power-Position. Ich würde lügen, wenn du das natürlich nicht in irgendeiner Form als Person genießt, immer so im Rampenlicht zu stehen. Also ich habe es auch als Gerechtigkeit empfunden. Ich dachte, jetzt bin ich dran. Ja, klar. Naja, dieses Haus war über Nacht im Prinzip. Kühn hat es so als Fanal für ganz Deutschland bezeichnet. Und das stimmte auch. Ne? Also die Neonazi-Szene hatte plötzlich eine Adresse. Ne? Die Leute wussten, wo sie hinkommen konnten. Und wir haben die Leute nur noch vermittelt in die einzelnen Gaue und Bezirke und Gruppen und an die einzelnen Personen. Wir haben sehr schnell angefangen, dieses Haus wirklich. Wir mussten dieses Haus sehr schnell organisiert kriegen, weil sonst hätten wir es nicht mehr hingekriegt. Ne? Also es gab ganz strenge Programme, es gab Kameradschaftsabende, es gab Schulungen politischer Art, es gab Vortragsabende, Filmabende. Das hat sehr lange, in Anführungszeichen, gut funktioniert,
bis na, natürlich irgendwann auch der Konflikte entstanden im Umfeld. Ne? Also parallel, nicht mal Luftlinie 2 Kilometer entfernt, war die Mainzer Straße, also eine der die Hochburg der linksalternativen Szene. Linksautonomen Szene, die natürlich dieses Haus nicht geduldet haben. Das kam mit zu Schlägereien, zu Überfällen. Wir sind zu denen, die sind zu uns gekommen. Das klingt alle zu harmlos, ja. Die haben Autos angezündet, die haben sich Straßenschlachten geliefert. Das kann man schon dazu sagen. Ja, natürlich, da wäre jetzt schon hingekommen. Gut. Ich weiß nicht, wie viele Autos mir in die Luft gesprengt wurden in der Zeit oder wir denen in die Luft gesprengt haben. Aber das war im Prinzip, es war ein brandgefährliches Pflaster, Ostberlin im Frühjahr 1990. Und das hat dann auch der damalige Innenminister Peter Michael Distel erkannt im Frühjahr 1990 und hat die Weidlingstraße durch eine Antiterror-Einheit stürmen lassen. Und verhaftet wurden die Köpfe, also ich und 3 andere. Und die haben das ganze Haus durchsucht, haben das, was sie gesucht haben, nicht gefunden, nämlich die Waffen. Und wir hatten sehr viele Waffen zu der Zeit. Die lagen alle in einem Auto vorm Haus. Das haben die aber nicht geschnallt, die haben im Haus nichts gefunden und mussten uns nach ein paar Wochen wieder gehen lassen. Aber das hat uns nur noch mehr Zulauf im Prinzip beschwert, diese Aktion. Die wurde live im Fernsehen übertragen zu der Zeit. Also es war nicht mehr kontrollierbar ab einem gewissen Zeitpunkt. Also 1990, gerade in dieser Zeit, da kommt ja heute der Begriff Baseballschläger her, Jahre her. Das hat alle da seinen Ursprung. Du kannst ja nicht so ein Programm fahren über 2-3 Jahre. Also angefangen mit einer legalen Partei, danach mit einer illegalen Untergrundorganisation, die sich mit Terrorismus beschäftigt. Also aus der Zeit, der Ursprung des NSU ist in der Zeit gewesen. Zwar nicht direkt in meinem Umfeld, aber in einer Kameradschaft in einer anderen Stadt, die unabhängig von uns gearbeitet hat. So haben wir ja damals funktioniert. Greifswald war eine ganz wichtige Stadt in der Zeit. Von hier ist ganz viel ausgegangen. Wir waren eine der wichtigsten Kameradschaften in 1990, 91. Und alles, was in der Zeit passiert ist, hat ja Konsequenzen gehabt, die auch mit meiner Person verbunden waren. Und selbst wenn man sich entscheidet, irgendwann auszusteigen, du kannst eben nicht einfach das hinter dir lassen und so tun, als ob du damit nichts mehr zu tun hast. Der Ausstieg ist das eine, aber die Aufarbeitung, vor der wirst du nicht wegrennen. Die wird dich in einem gewissen Punkt einholen. Wir waren ja ziemlich im Fokus der Medien. Also sprich, interessanterweise wussten die westdeutschen Radios das schon, bevor wir die Grenze überrollt haben. Während wir sozusagen noch am Drüberrollen waren, wurde das schon in der Öffentlichkeit, also im Radio erwähnt. Dementsprechend krass war auch das Medienaufgebot, als wir da in diesem Stift in Bethel in Hannover angekommen sind. Ich glaube, Hubschrauber, 50, 60 Journalisten, 15 Autos, irgendwie voll Licht, alles an. Es war so irgendwie wie so im Film. Und Frei und Stefan haben da, glaube ich, auch nur kurz ein Statement abgegeben und dann hat man irgendwie versucht, essen zu gehen. Ich war schon, das waren Grieche, also da in Bethel, wo die Pfarrersbrüder uns da hingeführt haben und ich war so überfordert, schon mit der Speisekarte. Ich war einfach überfordert. Also klar, ich war auch noch lost und so, aber es war irgendwie alles zu viel. Ich bin 2 Tage später nach West-Berlin gefahren, weil mein Vater dort lebt und meine Mutter gesagt hat, pass auf, fahr mal erstmal zu Gottfried. Ich sortiere hier mal ein bisschen, mache irgendwie noch 2, 3 Interviews, Sachen. Und die war ja auch mit sich beschäftigt. Der ist ja das Gleiche wie mir passiert. Die hat ja auch über Nacht alle ihre Freunde und ihr Leben verloren. Nur, dass sie eben noch Mutter ist und sich eben auch noch um ihr Kind kümmern muss. Also ist klar, die war demzufolge ja auch nicht fit wie ein Turnschuh, sondern die kam schon aus einer Woche Haft und Vernehmung. Und Vernehmung bei der Staatssicherheit sind echt nicht lustig. Die passieren dann halt mitten in der Nacht für 4, 5 Stunden, antizyklisch möglichst, mit einem hohen Stresspotenzial. Also die war auch durch. Und ich bin dann nach West-Berlin geflogen und zu meinem Vater, der lebte da in einer Hippie-WG. Also mein Vater ist ein Hippie. Und ein Musiker und der lebte da mit 3 Frauen in einer WG und machte Musik und kiffte und liebte das Leben. Und dann kam ich da rein in diesen bunten Haufen und der wusste gar nichts mit mir anzufangen. Gar nichts. Der war sowas von überfordert und ich war auch wieder lost. So, und meine Mutter hat bei Roland Jahn gewohnt mit Stefan. Roland Jahn ist ja sozusagen von der BSTU sozusagen eine Behörde letzte Vorsitzende gewesen und die waren in Kreuzberg. Ich bin gewechselt relativ schnell von meinem Vater, mit dem ich gar nicht klargekommen bin, zu einer Freundin meiner Mutter.
es sind ja mehrere Leute in diesen 80er Jahren schon ausgereist und haben häufig auch in West-Berlin gelebt. Sie kannte viele Westjournalisten, alle haben die Türen aufgemacht, haben gesagt, ey, klar, ihr könnt bei uns wohnen. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber eigentlich braucht man ja erstmal einen Rückzugsort. Also ich habe dann bei einer Freundin gewohnt, 2 Monate oder 3. Die ist so alt wie ich. Ich bin auch auf diese Schule gekommen. Das war mein großes Glück. Das war ein Gymnasium in Steglitz, wo Russisch zweite Fremdsprache war. Und eigentlich dachte ich, ey, nie wieder Russisch. Das ist ja so ätzend, auf gar keinen Fall. Aber die winkte gleich ab und sagte, du, was anderes kannst du gar nicht. Du kannst ja gar kein Französisch. Wenn du hier in die 8. Klasse gehst, da haben die das alles schon 2, 3 Jahre. Da kommst du niemals mit. Also das machte Sinn, ne, dass man dann die Sprache erstmal weiterführt. Und dann haben sie mich auch noch eine Klasse zurückgestuft, wo ich dachte, oh Gott, ey, ich bin 15, jetzt bin ich hier mit lauter 13-jährigen Kiddies da unterwegs. Aber nee, das waren ja fast nur Ostler, die wurden also alle zurückgestuft, weil eben Russisch diese Fremdsprache war. Und das war ein Sammelbecken für osteuropäische Migranten und eben Ex-Ossis. Was aber der große Vorteil war, dass ich mich sofort zu Hause gefühlt habe, weil die hatten zwar nicht alle die gleiche Geschichte wie ich, aber die hatten eine sehr ähnliche Geschichte und sind geflüchtet, sind ausgereist legal, sind rausgeheiratet, sind abgehauen. Keiner ist rausgeschmissen worden, so wie bei uns. Also war nicht so politisch, aber alle hatten Probleme mit diesem Land. Die bestimmen dann halt, wer in die Klasse. Und die haben uns das aussuchen. Und dann haben sich 28 Leute zusammengetan und es war der bunteste Haufen. Von den 28 Leuten hatten 25 Iros, rasierte, gefärbte Haare. Alle hatten Doc Martens an. Alle hatten, also wir waren dann die Punk-Szene, die irgendwo 3 Jahre vorher war, mit irgendwie selbstgenähten Sachen aus dem Osten, weil man das gar nicht hatte. Und Arbeitsschuhe hatten wir dann, weil wir ja im Westen waren, das klassische, schicke Punker. Luxusmodell. Das Luxusmodell. Richtig, genau. Und wir sind natürlich in der Antifa gelandet. Also ich war zeitgleich wie Ingo sozusagen dann Anfang der 90er diesen Stiefel gefahren ist, habe ich sozusagen in der Steglitzer Antifa, nicht als vollaktives Mitglied, also gab es welche, haben viel mehr zu tun, aber ich war sehr häufig dort in diesen Cafés und habe irgendwelche Sachen kopiert oder mit aufgemalt und so weiter. Genau, das war das und ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich total dankbar, also ich konnte das ja eh nicht ändern, dass ich da ausgebürgert wurde, aber ich bin dankbar, dass es doch 1,5 Jahre vor Mauerfall war, weil ich konnte dieses System, dieses bundesdeutsche und auch vor allem dieses Westberliner, darum geht es eigentlich, noch mal so richtig kennenlernen. Und das ist eine total abgefahrene Stadt gewesen, die gebrodelt hat, die vibriert hat, die toll war, einfach auch, weil sie eingemauert war, so einen speziellen Status hatte. Die Menschen, wie die miteinander umgegangen sind, war so ein ganz toller Schmelztiegel. Und ja, aber es hat noch lange gedauert. Und ich muss auch sagen, also mal abschließend zu diesem Ding, ich habe ja bis zu der Geburt meines Sohnes 2009, habe ich das, was mir passiert ist, als selbstverständlich erachtet und als nicht weiter drüber redenswürdig. Also nach dem Motto, das ist jetzt so gewesen, da musst du jetzt halt durch, da muss man nicht drüber reden. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. So, hab dich mal nicht so, so von dem Gefühl. Und das heißt, außerdem war ich auch extrem unpolitisch. Also nach dieser Antifa-Ausschweifung, sage ich mal, und nach Ende der Schule habe ich mich für nichts interessiert. Ich bin nicht wählen gegangen, ich bin auf keine einzige politische Veranstaltung. Es hat mich alles nicht interessiert. Ich war extrem eher so mit Gastro, Feiern und Oberflächlichkeiten zu tun. Bloß nicht Tiefgang, bloß nicht sich irgendwas ernsthaft angucken und gucken. Und das ist natürlich auch eine Flucht gewesen aus diesem ganzen zu viel. Ja, weil es gab ja bei uns nie Freiräume von diesen politischen oder oppositionellen Sachen. Das ist ja auch immer passiert. Und es ist ja auch nach der DDR, also in West-Berlin, weiter passiert. Ne? Weil dann kamen die Journalisten, solange es die DDR gab, dann gab es die Interviews. Meine Mutter hat ein Buch nach dem anderen geschrieben, Film gemacht und so weiter. Also es hörte nicht auf. Und dann gab es so einen langen Gap von, ja, 10, 15 Jahren, wo ich wirklich alles so weg. Und mit der Geburt meines Sohnes habe ich dann gemerkt, ah, da ist was. Da ist was kaputt gegangen oder da fehlt auch was. Und dann habe ich eine Traumatherapie gemacht. Also 91 war Greifswald der Ausgangspunkt für jedes militärische Trainingslager auf der Insel Rügen. Also wir sind immer Freitagabend nach Greifswald gekommen und haben hier die Leute eingesammelt und sind dann meistens in der Nacht noch oder am nächsten Morgen nach Rügen gefahren und haben Wehrsportlager auf Rügen gemacht.
Und die waren immer hier, Sammelpunkt war immer Greifswald. Darf ich ganz kurz, aber kannst du erklären, warum es ausgerechnet Rügen war? Weil wir haben ja heute auch so viel über Kasernen und Krams gesprochen. Na, Rügen war No Man's Land zu der Zeit. Ne? Das hat kein Mensch interessiert. Das war völlig diese Insel da oben im Norden. Und da gab es relativ viel verlassene militärische Übungsgebiet. Ganz einfach, auf dem man sich austoben konnte. Das war so simpel. Also das war verlassen, war leer. Und wir haben im Prinzip diese die Strukturen, die es da gab, einfach genutzt. Man konnte da schießen, ohne dass jemand gemerkt hat. Sprengstoffübungen machen, Bomben bauen. Nee, die Hausbesetzung war vorbei. Die Hausbesetzung endete im Prinzip Ende 1990. Wir mussten dieses Haus aufgeben, weil der Druck einfach zu groß war. Und dann mit der Wiedervereinigung, in der Nacht der Wiedervereinigung sind, das war so ein Bild, was ich nie vergessen werde, sind die Volkspolizisten unten abgezogen. Und im selben Moment zogen die Kreuzberger SEK-Beamten in die Straße ein und sind alle ausgestiegen in Montur, sind ins Haus gekommen und haben uns kurz das Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland durchgelegt und haben uns erklärt, dass jetzt eine andere Zeit anbricht. Und haben dann auch gleich die Hälfte der Leute erstmal verhaftet. Und also wir haben den Druck natürlich sofort zu spüren bekommen, auch Verfassungsschutz und Staatsschutz, alles war dann, also das war so eine Zeit, wo auch Verfahren anfingen, wo ermittelt wurde, ne? Also die Polizei wirklich aktiv wurde. Und dieses Haus Weidlingstraße war nicht mehr zu halten. Parallel wurde ja auch die Mainzer Straße dann geräumt. Also diese ganzen besetzten Häuser endeten im Prinzip mit der Wiedervereinigung, endete die Geschichte der besetzten Häuser. Ein bisschen im Hintergrund quasi, oder so ein bisschen in die... Genau, und dann für uns endete in dem Moment auch so ein Kapitel. Naja, wir haben für uns so gesagt, okay, also wir haben es versucht legal. Ne? Wir haben eine Partei gegründet. Die Nationale Alternative, ich war deren Vorsitzender lange Zeit, ich war auch Vorsitzender der Deutschen Alternative. Und keine dieser Organisationen hat im Prinzip den gewünschten Erfolg gehabt. Wir sind nirgendwo in die Parlamente gekommen. Wir sind da eigentlich auf voller Linie gescheitert und haben uns dann wieder wegorientiert von einer legalen Parteiarbeit hin zu einem illegalen Flügel, den es ja in der rechten Szene immer gab. Es gibt zum Beispiel die NSDAP AO. Das ist eine Auslandsorganisation. AO bedeutet Auslandsorganisation. Und die sitzt in den USA und diese Organisation arbeitet in einem Zellensystem. Also wir haben uns dann hinorientiert, eine Zelle der NSDAP-AO zu werden in Berlin. Es gab einen Greifswald, es gab in jeder Stadt eine. Die NSU, die in Jena da unten saßen, waren auch eine Zelle der NSU, der NSDAP-AO. Und haben uns halt ab dann wieder verstärkt wirklich mit Rechtsterrorismus beschäftigt. Wir haben uns überlegt, wie kann man diesem Staat schaden, wie kann man diesen Staat angreifen und haben... Literatur der RAF zum Beispiel gelesen. Wir haben angefangen, anhand von deren Erfahrungen eine Organisation aufzubauen, die im Untergrund arbeiten kann. Ne? Also diese Strukturen vorzubereiten. Aus dieser Zeit kommt auch Kai Diesner zum Beispiel, der später versucht, Gregor Gysi zu erschießen und dann im Norden hier oben in der Nähe von Lübeck zwei Polizisten erschossen hat. Das sind alle Leute, die aus diesen Strukturen kommen. Und so zog sich im Prinzip das Jahr 1991 hin und ein wichtiger Bestandteil dieses Jahres war halt diese Wehrsportübung auf der Insel Rügen, die halt über Greifswald lief. Naja, der Impuls zum Ausstieg war letztendlich eine Person, die von außen kam. Also die rechte Szene hat einen sehr starken Sektencharakter. Man hat über die Jahre, wenn man da so längere Zeit aktiv ist, hat man kaum noch Leute außerhalb dieser Szene. Familien wenden sich von einem ab. Ne? In meinem Fall war es so, dass meine Mutter mich natürlich als ihren Sohn weiter irgendwie gesehen hat, aber meine Post ging beispielsweise zu ihr hin. Ne? Und da kam Post von Michael Kühn, da kam Post von Wolf-Rüdiger Hess, dem Sohn von Rudolf Hess. Das hat sie alles in die Hände gekriegt und sie ist fast durchgedreht. Ne? Die ist da auch ein Stück dran verzweifelt. Also was ich sagen will, ist, dass diese Kontakte nach außen hin irgendwann nicht mehr existieren. Du hast keine Freunde mehr. Die Szene ist dein Lebensmittelpunkt und kein normaler Mensch würde sich mehr mit dir beschäftigen, gerade mit einer Person wie mir, die so bekannt war. Ich habe ja irrsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Szene. Jeder wusste, wer ich bin. Ich war auf jedem Anti-Versteckbrief. Und 1992 im Januar kam mein jüngerer Bruder damals zu mir und meinte, du, hier ist so ein Filmemacher aus Frankreich, der hat einen Artikel über dich in der Zeitung gelesen, der möchte unbedingt eine Doku über dich machen. Mein Bruder war auch in der Szene aktiv. Und dann habe ich den Filmemacher getroffen in Lichtenberg in so einer Kneipe und der war für mich halt der typische Antifa-Mann. Ich habe den gesehen, dachte, mein Bruder, hast du eine Macke? Hast du ihn mal angeguckt? So lange Haare, so ein Trenchcoat, also ein ganz schmieriger Typ. Und ich auch politisch, sofort, wir haben uns sofort in die Haare gekriegt am selben Abend und ich habe dann gesagt, tschüss, warte, ich will nie wieder mit dir reden. Aber der blieb halt so ein bisschen hartnäckig und
das hat mir dann irgendwie imponiert, dass er halt so dran blieb, ne, und nicht locker gelassen hat. Und letztlich habe ich mich darauf eingelassen, mit ihm angefangen, eine Doku zu drehen. Und er hat 1992 über 8 Monate mit mir gedreht. Immer mal wieder eine Woche da, eine Woche hier, ist mit mir durchs Land gefahren. Und was Winfried, sein Name ist Winfried Bohnengel, was der gemacht hat, war, dass er eigentlich der Erste war, der mich hinterfragt hat, der nicht in jedem Interview, was ich vorher gegeben habe, beim Spiegel oder wo auch immer, die haben jedes Statement so genommen und haben es einfach veröffentlicht, haben vielleicht einen Kommentar draufgelegt. Aber der hat mich in jedem Gespräch, was wir geführt haben, sofort konfrontiert mit allem, was er in Frage gestellt hat, was er nicht richtig fand. Und hat im Prinzip so ein bisschen angefangen, mich zu denken zu bringen. So simpel war es eigentlich letzten Endes. Im August 1992 war der Film fertig und die Dreharbeiten waren fertig und er ist abgereist nach Frankreich und ich war im Prinzip in so einer Situation, dass ich nicht mehr wusste, wo ich hingehöre. Das war, was passiert war. Also er hat sozusagen für mich so ein bisschen was geöffnet, aber war selber dann nicht mehr da und ich saß dann und wollte eigentlich nur noch weg. Und habe ihm das dann irgendwann gesagt und er war damit natürlich auch überfordert. Das war ja nicht seine Idee, dass er eine Doku macht und am Ende die Protagonisten mitnehmen muss. Und dann passierte Mölln 1992. Das ist jetzt vor 31 Jahren. Wer weiß, was Mölln war? War der Brandanschlag von 2 Neonazis. Eine türkische Großmutter mit ihren Enkelkindern ist in dem Haus verbrannt. Und das war für mich der finale Punkt, wo ich gesagt habe, also egal, was ich gemacht habe, aber ich möchte, so was wollte ich nicht. Das hätte ich nie gewollt. Also auch politisch hätte ich das nie vertreten. Ich habe das doch politisch immer argumentiert, dass wir die Ausländer sind, die falsche Adresse. Die werden ja ins Land geholt. Das hat ja einen Grund, dass die flüchten in ihren Ländern. Für mich war der Staat der Gegner, aber für mich waren nie die Ausländer die Gegner. Und für mich war das der völlig falsche Weg und im Prinzip so was wie die Geister, die ich rief. Ich habe das gesehen, was die Jungs, die das gemacht haben, diesen Anschlag ausgeführt haben, die haben letztlich nur das gemacht, was wir ihnen jahrelang gepredigt haben. Ausländer raus, ne? All diese Parolen haben die da 1:1 umgesetzt in der Nacht. Und das war für mich der finale Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht, dafür möchte ich nicht mehr stehen. Und habe Winfried dann angerufen und gesagt, du musst mir helfen, ich möchte aussteigen. Und das ist im Prinzip der Moment, sage ich mal, wo dazu kam, dass ich rausgegangen bin aus der Szene. Und habe dann in derselben Nacht noch beim Staatsschutz angerufen, bei so ein paar Polizisten, die ich aus Lichtenberg kannte, die gegen uns jahrelang ermittelt haben und wo ich so ein Gefühl hatte, denen kann ich vertrauen. Und weil mir natürlich auch darum ging, dass meine Familie geschützt bleibt. Weil ich wusste, wie die Szene funktioniert. Verräter verfallen der Feme, ne? Da ist die Familie dann als Nächste dran. Das passiert ja auch alles. Habe denen Bescheid gesagt und habe denen auch relativ kurz so die wichtigsten Informationen noch geliefert und bin dann nach Paris abgehauen und war da erstmal. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess gewesen. Es ist nichts, was von heute auf morgen passiert ist. Das ist schon. Also ohne diese 8 Monate mit diesen intensiven Begegnungen wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Mhm. 1990 war so ein extremes Jahr an Orientierungslosigkeit, dieser Wegfall des Systems. Ne? Das Schulsystem war plötzlich nicht mehr dasselbe. Diese ganzen Bildungsangebote, Jugendangebote, die es in der DDR ja permanent gab, das gab es alle plötzlich nicht mehr. Und die rechte Szene, was die schon immer sehr gut konnten, war, dass sie den Jugendlichen ein Angebot machen konnten für Jugendpolitik, sage ich mal. Also wir haben die einfach, die da orientierungslos rumsprangen, aufgenommen. Und mit 14, 15 oder 16, 17, keiner ist fertig im Kopf. Ne? Man kann denen alles vorsetzen und erzählen. Und das ist ja, was wir gemacht haben. Wir haben die schamlos ausgenutzt. Das ist eine knetbare Masse letzten Endes. Ne? Also, so schlimm es klingt, aber so ist es. Also das hat nichts mit dem Bildungshintergrund, den manche vielleicht haben. Also selbst der wird ja ausgehebelt. Die rechte Szene hat ja da so viele Mechanismen, ne? Wenn man anfängt mit der Holocaust-Leugnung. Ne? Also ne, da gibt es Fred Leuchter, der ein Gaskammer-Experte ist, der da hingefahren ist, der die Gaskammern untersucht hat, der einen Mordsbericht geschrieben hat. Wenn du den liest, der ist wissenschaftlich so hoch formuliert, dass du denkst, ja, da muss zumindest sind da Zweifel gestreut, wenn du den liest. Ne? Also wenn du nicht fest bist, ne? Wenn du nicht gefestigt bist. Dass der Typ gar nicht die Gaskammer untersucht hat, das ist alles, das muss man recherchieren. Das weiß man natürlich nicht. Ja.
Wir fassen es ganz kurz. Wir haben uns auf Arbeit kennengelernt. Ich war Filmfotografin, also ich bin Fotografin und mein Schwerpunkt ist Stills, also Standfotografie, Plakatfotografie und Schauspieler. Und das war mein allererster Kinospielfilm, den ich sozusagen begleiten sollte. Den lustigerweise ein DDR-Freund, also ein Freund aus der DDR war da der Produktionsleiter. Und das war Führer X und das war Ingos Lebensgeschichte. Und somit habe ich Ingo, der ja Winfried Bohnengel, der ja diesen Film gemacht hat und die das Buch zusammengeschrieben haben, er hat ihn da sozusagen begleitet und beraten. Und da haben wir uns kennengelernt und da fanden wir uns nett. Ja, mehr nicht. Ich war aber verheiratet zu der Zeit. Ich hatte auch einen Freund. Über die Jahre. Und ja, nee. Und ich war auch in einer Beziehung. Nee, also es war irgendwie so, wir fanden uns sympathisch und Wir haben auch Kontakt gehalten. Ja. Aber das war auch nie so super eng. Das war eher so, ja, interessante Biografie. Mein Onkel ist Filmemacher für Arthouse. Da haben wir uns dann relativ schnell 2 Jahre später wiedergesehen, weil Ingo ist dann irgendwie in der Ausstattung. Also Ingo hat sehr viele Departments durchlaufen, ist jetzt final in der Ausstattung, aber zu der Zeit war er auch in der Ausstattung und ich habe sozusagen den Film meines Onkels Michael Klee fotografiert. Und dann ist man dann immer öfter mal dann, also wir haben bestimmt 3 Filme oder so oder 4 zusammen gearbeitet. Also es wird viel gedreht, aber irgendwie, ne, das geht auch schnell mit dem Kombi. Und dann haben wir im Prinzip uns immer mal wieder gesehen, aber da haben wir auch noch nicht über unsere Biografien gesprochen, sondern wenn wir uns gesehen haben, haben wir über Filmjobs gesprochen. Und dann ist es eigentlich erst so gewesen, dass Ingo getrennt war und ich getrennt. Also beide hatten wir Zoff mit unseren Partnern im Prinzip und waren so halbwegs zeitgleich frei, aber wir haben auch, ich weiß das gar nicht, wir haben uns dann getroffen. Ich glaube, wir waren im Kino und du hast den Schlüssel vergessen oder sowas. Und dann ist er nie wieder ausgezogen. So, um das mal ganz kurz auf einen Punkt zu bringen. So ungefähr.